Hallo und herzlich willkommen bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert und heute geht es um die kleine KWKG-Novelle für 2021, die mittlerweile auch schon in Kraft getreten ist, so ein bisschen nebenbei, neben dem EEG 2021 mitgekommen ist. Wir wollen das mal auseinandernehmen. Das Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz wurde ja tatsächlich im Jahr 2020 schon mal angepasst, nämlich im August im Rahmen des Kohleausstiegsgesetzes. Das war damals ein sogenanntes Artikelgesetz, was dann eben in jedem Artikel ein anderes Gesetz oder eine andere Verordnung einführt oder ändert. Und da war als Teil dieses Kohleausstiegsgesetzes eben auch das KWKG schon mal angepasst worden. Unter anderem wurden da die Südregionen eingeführt, in denen eine bestimmte Förderung von neuen Anlagen und eine Mindestquote an Zubau von neuen Anlagen praktisch gefordert wurde, weil ja genau dort die großen Kraftwerke in Zukunft wegfallen im Rahmen des Kohleausstiegs. Und jetzt gab es tatsächlich im Rahmen der EEG 2021-Novelle eine Anpassung auch von mehreren Gesetzen und Verordnungen, denn das EEG 2021 ist auch ein Artikelgesetz, hat also auch mehrere andere Verordnungen und Gesetze mit geändert oder neu eingeführt. Wir können das dann hier schon mal sehen. Das ist das Dokument, was ich euch in dem letzten Zusammenfassungsvideo zum EEG 2021 schon mal gezeigt hatte. Das ist das, was im Wirtschaftsausschuss Ende Dezember bearbeitet und dementsprechend auch veröffentlicht wurde. Das ist praktisch die Neufassung der Änderungen des EEG 2021, die dann von der Bundesregierung im Rahmen von Kompromissen nochmal erarbeitet worden ist. Und das hatten wir durchgearbeitet so ein bisschen. Das hatte 280 Seiten. Klar, dass wir das nicht komplett durchgehen. Allein hier hatte man aber auch schon sehen können, dass man ja in dem Artikel 17 ist es jetzt, eine Änderung des Kraft-Wärme-Kopplungsgesetzes haben würde. So, mittlerweile, das Video nehme ich ja jetzt Anfang Januar 2021 auf, haben wir auch schon einen Eintrag im Bundesgesetzblatt. Und das Bundesgesetzblatt ist ja immer die Stelle, an der neue Gesetze veröffentlicht werden müssen, damit sie auch tatsächlich in Kraft treten können. Das hier ist praktisch der Auszug vom 28. Dezember 2020 und damit auch rechtzeitig veröffentlicht, damit dieses gesamte EEG 2021 zum 1. Januar jetzt in Kraft treten konnte. Und auch hier sehen wir jetzt also, dass der Artikel 17 eine Änderung des Kraft-Wärme-Kopplungsgesetzes mit sich bringt. Und das schauen wir uns erstmal ein bisschen an. Natürlich, die Details könnt ihr euch ja auch selbst durchlesen, aber es gibt da durchaus ein paar Anpassungen, die ganz interessant und relevant sind. Wir können erstmal vorscrollen. Wir müssen eine ganze Weile hier runter bis zur Seite 3196. Nicht verwirren lassen, das Bundesgesetzblatt ist fortlaufend, deswegen sind wir auf Seite 3200 praktisch. Dieses Dokument selbst zum EEG hat gar nicht mal so unglaublich viele Seiten. Das waren nur ein paar Dutzend. Ja, das kann man noch halbwegs überfliegen, wenn man das möchte. Hier beginnt jedenfalls Artikel 17, Änderung des KWKG. Und es hat ein paar wirklich relevante Anpassungen, die man sich also mal anschauen sollte. Was, glaube ich, ganz wichtig ist, ist die neue Mindestgröße einer Anlage, damit sie verpflichtend an einer Ausschreibung teilnehmen muss, um eine KWKG-Förderung zu bekommen. Das Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz ist ja ähnlich wie das EEG dafür da, um Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen zu fördern, den gesamten Ausbau zu organisieren, den Betrieb der Anlagen zu fördern durch praktisch eine Subvention und aber auch die Priorisierung der Kraft-Wärme-Kopplung eben umzusetzen und praktisch immer anstelle an Nummer 2 hinter den EEG-Anlagen zu positionieren. Ne, Kraft-Wärme-Kopplung bedeutet ja, dass ein Kraftwerk sehr effizient ist, weil es sowohl Strom als auch Wärme erzeugt und dann an den Markt oder ans Netz gibt, weil die Wärme ja sowieso entsteht in einem klassischen konventionellen Kraftwerk. Da entsteht die Wärme wegen des Verfeuerungsprozesses, durch den ja ein Dampf dann eine Turbine antreibt, die Turbine den Generator antreibt und der Generator den Strom dann eben einspeisen kann. Und diese Wärme wird normalerweise im klassischen Kraftwerk ja einfach als Abwärme abgegeben an die Umwelt, ne, in einem Kühlturm zum Beispiel. Wenn man diese Wärme jetzt aber nutzt und zum Beispiel über Wärmetauscher dann an ein Fernwärmenetz gibt oder an ein Nahwärmenetz, dann kann man diese Wärme natürlich nutzen, um zum Beispiel Haushalte oder das umliegende Gewerbe mit Wärme zu versorgen, um zu heizen. Das ist also dementsprechend effizient, weil wir diese Wärme, die sowieso vorhanden ist, jetzt einfach mit verwenden und nicht an die Umwelt abgeben. So, das ist also effizient und deswegen wollen wir das praktisch immer an Stelle 2 nach den erneuerbaren Energien, die ja am stärksten priorisiert sind im deutschen Energiemarkt und in der gesamten Energiewirtschaft im Rahmen der Energiewende.
Jedenfalls haben wir diese Ausschreibungen, die das Mittel zum Zweck sind, um den geförderten Zubau von bestimmten Anlagengruppen zu organisieren. Das heißt, die Bundesnetzagentur macht eine Ausschreibung zu einem bestimmten Datum und jetzt kann jeder Anlagenbetreiber, der in diese Kategorie reinfällt, dort ein Angebot abgeben. Ich würde folgende Anlage mit folgender Leistung bauen zu folgendem Vergütungspreis, den ich dann praktisch im Rahmen der EEG-Subventionierung oder im Rahmen der KWKG-Subventionierung eben bekommen möchte. Das haben wir auch schon mal zu dem Thema EEG in einem anderen Video durchgesprochen. So, jetzt gibt es da also Kategorien. Und bisher war es so, dass eine KWKG-Anlage mindestens einen Megawatt-Einspeiseleistung haben musste, um an diesen Ausschreibungen teilnehmen zu müssen. Diese Anlage, also der Betreiber muss an so einer Ausschreibung teilnehmen und dort den Zuschlag bekommen, damit seine Anlage gefördert wird. Darum geht es eigentlich. Ne? Damit man nachher die KWKG-Förderung bekommt, muss man an so einer Ausschreibung teilgenommen und gewonnen haben. Und jetzt ist es tatsächlich so, dass also hier im Rahmen dieser Novelle diese Größe runtergesetzt wird von einem Megawatt auf 500 Kilowatt. Und das würde eben bedeuten, dass es deutlich mehr Anlagen tatsächlich in Frage kommen, nur über so eine Ausschreibung förderfähig zu sein. Ja, das ist eine essentiell wichtige Änderung, die natürlich auch für Anlagenbetreiber entsprechend wichtig ist. Ne? Man muss das wissen, wenn meine Anlage meinetwegen 700 Kilowatt groß ist, dann kriege ich nur dann eine KWKG-Förderung, wenn ich an so einer Ausschreibung teilgenommen habe und dort gewonnen habe. Also einen Zuschlag bekommen habe. Die Ausschreibung ist ja relativ groß, viel Volumen, also viel Zubauvolumen ist da drin. Und dann bekommen so und so viele Anlagenbetreiber eben den Zuschlag. Ne? Darum geht es ja. Wichtig ist aber auch, bei diesen Ausschreibungen bekommt man bei dieser Größe auch nur dann diese Förderung, wenn danach auf Eigenversorgung verzichtet wird. Das heißt, diese Anlagen sind praktisch nur für die Einspeisung da. Die würden den Strom nur einspeisen und würden damit praktisch keine Eigenversorgung eines Gewerbegebietes oder eines Quartiers machen können. Sonst kommt eben keine KWKG-Förderung. Das ist eine wichtige Unterscheidung, die wir hier noch betrachten müssen. Eine weitere Anpassung, die allgemein auch schon im Rahmen der EEG-Novelle gekommen ist, ist, dass dieser Südbonus wegfällt. Der nämlich jetzt erst im August eingeführte Südbonus für eben diese Südregionen, das war also praktisch Bayern, Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, Saarland, ein Teil von Hessen, dort gab es einen Bonus eben für den Zubau von neuen Anlagen und es gab auch eine Mindestquote bei diesen Ausschreibungen, ne? Also dass ein Mindestanteil in diesen Regionen gebaut werden müsste und diesen Zuschlag dann eben bekommt in den Ausschreibungen. Das ist jetzt erstmal gestrichen. Es gibt diese Südregion nicht mehr. Man hat das zurückgenommen. Es ist ja so, diese gesamte EEG-Novelle war ja dann eine riesige Diskussion über Monate hinweg und dementsprechend gab es da viele Kompromisse. Und dann greifen aber kleine Änderungen und Anpassungen schon wieder in so und so viele andere Teile von Gesetzen und Verordnungen über, sodass es dann eben am Ende wahrscheinlich Sinn gemacht hat, diese Südregion wieder abzuschaffen. Und dementsprechend ist das jetzt hier auch umgesetzt, dass praktisch dieser Südbonus einfach wieder weggefallen ist. Eine weitere Anpassung im Rahmen der Boni ist der Bonus für die regenerative Wärme. Der wird jetzt erst und der kommt erst dann in Frage, wenn eine Anlage größer als 10 Megawatt ist. Ja, also wenn eine Anlage dafür da ist, schlussendlich aus erneuerbaren Energiequellen Wärme zu erzeugen, dann muss sie das Volumen, das Einspeisevolumen von 10 Megawatt haben, diese Leistung haben, damit es für diesen Bonus in Frage kommt. Das ist eben auch nochmal eine Anpassung praktisch, ab wann diese Kategorie zutreffen würde. Ein weiterer Bonus ist der Power-to-Heat-Bonus, der also für Anlagen da ist, die pur aus Strom Wärme erzeugen, ja, so wie ein Wasserkocher praktisch, nur halt in größer dimensioniert. Dieser Power-to-Heat-Bonus wird erst nach 2024 in Frage kommen. Das heißt, praktisch alle Anlagen, die erst nach dem 31. Dezember 2024 in Dauerbetrieb genommen werden, die kommen für diesen Bonus in Frage, für diesen Power-to-Heat-Bonus. Das sind einfach nochmal Anpassungen, die ja jetzt anders geplant worden sind seit der letzten Anpassung im August. Ne? Seitdem wir diese kleine KWKG-Novelle hatten rund um den Kohleausstieg, gab es jetzt also Einführung diverser Boni und jetzt wird das zum Teil wieder komplett geändert. Ne? Das muss man auch einfach mal mitbekommen und anerkennen, dass hier eine wirklich spürbare Änderungen gekommen sind, die
natürlich im Vergleich zum gesamten EEG, zur gesamten EEG-Novelle, einfach untergegangen sind im Großen und Ganzen. BBH, also Backup Bitner Held, hat auf ihrem Blog dazu auch schon einiges geschrieben. Das finde ich immer sehr gut, dass sie auch sehr früh auf solche Themen aufspringen und das transparent machen, weil durch diese Gesetzesblätter, selbst ich blättere mich da nur ungern komplett durch. Es gibt weitere Anpassungen, zum Beispiel die Meldepflicht für kleine Anlagen unter 50 Kilowatt bei negativen Strompreisen fällt weg. Also es ist ja auch so, dass bei negativen Strompreisen ab einer gewissen Dauer dieser negativen Strompreise Förderung wegfallen würde, die natürlich damit zusammenhängt, dass ja eigentlich in diesem Moment ein Überangebot vorhanden ist. Sonst hätten wir keinen negativen Strompreis. Negativer Strompreis bedeutet ja zu viel Angebot gegen zu wenig Nachfrage. Und in dem Fall sollte ja dann das Angebot runtergehen, damit wieder Angebot und Nachfrage ausgeglichen sind. Und wenn ich das aber sage, in diesem Zeitraum, wenn wir zu viel Angebot haben, kriegt ihr eine Förderung, dann ist der Anreiz ja nicht da, abzuschalten. Also gibt es jetzt Regelungen dort, auch im Rahmen des EEG, dass eben ab einer bestimmten Zeit hier die Energiemengen, die eingespeist werden, nicht mehr vergütet werden oder nur noch eingeschränkt vergütet werden. Das ist jetzt so, dass die kleinen Anlagen unter 50 Kilowatt, das sind also wirklich kleine KWK-Anlagen, dass deren Betreiber keine Meldepflicht mehr haben über die Strommengen, die während dieser negativen Strompreise eingespeist werden, dass sie das also melden müssten an die entsprechenden Netzbetreiber, damit diese Mengen auch nicht mehr vergütet werden. Für die Kleinstanlagenbetreiber fällt diese Meldepflicht weg und dementsprechend wird wohl auch die Vergütung weiterhin zustande kommen, was gerade für Kleinstanlagenbetreiber ja auch wichtig ist. Die können ja nicht großartig wirtschaften, die haben diese Anlage halt stehen und speisen ein bisschen ein und die können nicht besonders intelligent steuern, dementsprechend, was gerade am Markt passiert. Das ist einfach nicht gegeben bei einem Haushalt oder bei einem Kleinstgewerbe, was eben noch so eine Anlage stehen hat. Es ist also ganz sinnvoll, dass dort diese Meldepflicht wegfällt und dementsprechend wahrscheinlich auch die Vergütung weiterläuft. Ein ganz wichtiger Punkt, der ist auch hier weiter hinten sehr deutlich hervorgehoben. Hier, die Herstellung von grünem Wasserstoff. Das haben wir auch im Bereich des EEGs. Das nämlich für die Herstellung von grünem Wasserstoff, also für die Wasserelektrolyse, genutzter Strom sowohl von der EEG-Umlage als auch von der KWK-Umlage befreit ist. Ja, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, dass also die Anlagenbetreiber, die diese Wasserelektrolyse machen, den Strom, den sie dafür nutzen, nicht noch teurer bekommen, als sie es vielleicht müssten. Ja, teurer bedeutet ja in dem Fall EEG-Umlage, KWK-Umlage, diverse andere Umlagen fallen damit drauf. Und hier ist es klar geregelt, dass also für diesen Strom, den wir ja brauchen, um sauberen grünen Wasserstoff herzustellen, dass dieser Strom günstiger wird, indem also diese Umlagen einfach wegfallen. Das ist jetzt nicht gut für, sagen wir mal, EEG-Konto und KWK-Konto, weil wir wollen ja, wir brauchen ja die Geldquellen schlussendlich. Aber wir sorgen jetzt dafür, dass diese Herstellung des grünen Wasserstoffs, die wir unbedingt wollen, günstiger wird. Ist also durchaus auch ganz sinnvoll. Also es gibt hier durchaus einige Anpassungen, die relevant und wichtig sind und die man auch verfolgen sollte, wenn man sich mit dem Thema KWK auseinandersetzt. Jetzt seht ihr aber auch schon, dass hier auf Seite 3199 der nächste Artikel beginnt in der KWK-Ausschreibungsverordnung, wo nochmal weitere Details zu diesen Ausschreibungen kommen. Das heißt aber auch, dass diese Änderungen rund um das KWKG vergleichsweise wenig sind. Das sind also von Seite 3196 bis hier diese paar Seiten. Das kann man sich im Zweifel also auch mal durchlesen oder überfliegen, wenn man sich damit genauer beschäftigen möchte. Macht das ruhig mal. Dieses Dokument ist also die offizielle Veröffentlichung im Bundesgesetzblatt. Wenn ihr nach EEG 2021 Bundesgesetzblatt googelt, dann findet ihr genau dieses Dokument mit seinen, ja, schlussendlich auch nicht unglaublich vielen Seiten. Und das kann man sich komplett anschauen. Und hier sind eben auch diese ganzen weiteren Artikel drin, die ganzen weiteren Verordnungen drin, die im Rahmen dieser Gesetzesnovelle mit angepasst worden sind. Das sieht man ja hier vorne, welche das allesamt hier betreffen würde. Also macht das ruhig mal, schaut euch das ruhig mal genauer an, wenn ihr euch damit beschäftigen wollt. Okay, soweit eigentlich dazu. Habt ihr jetzt nochmal konkrete Fragen rund um diese KWKG-Novelle, dann gerne das unten in die Kommentare schreiben und ansonsten wie immer, like das Video und abonniert den Kanal und bis zum nächsten Mal hier bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert.